aus Voronezh, Südwesten Russlands. Im ersten Durchgang eine 14,0 am Boden. Jetzt sehen wir ihre Stufenbahnübung. Kippi zum Handstand, durchbücken zum Handstand. Ganze Dreieck. Ganz schwierig, das durchbücken. Und der Abflug an oberen Holmen bereits wieder unten. Technisch Ivan Freisi ist gespannt. Bis in die Fußspitze. Da kann sie es gerade noch zurechtbeugen. Ja, und da stürzt sie. Das ist eine Überraschung. Melnikova muss vom Gerät. Ganzer Punktabzug. Greift auf den Leder und Fliehkraft macht sozusagen den Rest. Hast keine Chance, wenn etwas Fünffache vom Körpergewicht wirkt auf die Hand. Kann man nicht zurechtbeugen. Stürzt. Das ist eine Überraschung. Melnikova mit einem Fehler. Und das hat natürlich der Kollege Ignatieff gesehen und weiss, jetzt muss es klingen. Ja, weil es geht jetzt auch schon ein bisschen um den Final der besten drei, weil im Halbfinal werden dann die beiden ersten Durchgänge noch mitgerechnet. Erst im Final der besten drei Teams zu dem Zeitpunkt beginnt das Ganze bei null.